Und damit herzlich willkommen in der deutschen Fortszene, meine Damen und Herren. Wir gucken uns heute an, wie wir mit Pinchfist spielen. Und wir starten tatsächlich einfach mit der Technologie. Ja, die wird einfach direkt reingebolzt. Weil ihr habt mit Pinchfist die Möglichkeit, wenn ihr Sachen verkauft, dafür 100% des Metalls zurückzubekommen. Das ist relativ strong. Gleichzeitig ist der Commander aber sehr energiehungrig. Am Anfang. Deswegen starten wir mit zwei Windturbinen. Ne? Also, Mine, Verjüngung, zwei Windturbinen. Da verkaufen. Wir haben jetzt noch 600 Ressourcen. Ihr seht es. Mine direkt hinterher schieben. Und dann bauen wir auch schon die Verjüngung. Wir platzieren keine vierte Mine. Ganz wichtig. Ne? Auf allen Maps, wo ihr zwei Storages habt, könnt ihr für zwei Windturbinen, also Technologie, zwei Windturbinen, Mine gehen. Das ist meistens immer gut. Als nächstes platziert ihr dann die T2, verkauft, baut Minen. Alles entspannt. Das ist, wie gesagt, Pinchfist, weil du... Es wurde ja geändert, glaube ich. Okay, wurde doch nicht geändert. Ich meine, es sollte geändert werden. Vielleicht stimmt der Text auch einfach nur nicht. Ah, da muss ich nochmal nachgucken. Nicht, dass ich hier Schmuh erzähle. Ne? T2 platziert. T1 verkauft. Minen hin platziert. Als nächstes, ganz wichtig, zack, erste Mine. Warten, bis die zwei Windturbinen da oben sich lang genug gedreht haben und ihr wieder die nächste Mine platzieren könnt. Und dann könnt ihr wieder auch hier, ne, gerne für die sechste Mine gehen, wie auch schon in dem Nicht-Pinchfist-Tutorial gezeigt. Ganz entspannt. So, komm. Nice. Dann eine Besonderheit bei Pinch, ne, ihr könnt, wenn ihr das hier baut, das hier erstmal zu einer Metallschrebe machen, kriegt ihr 20 Metall. Ja, doch. Ja, it is something. Und dann könnt ihr hier einfach mit der Metallwand hochziehen. Das kostet euch jetzt ein bisschen was, aber dafür könnt ihr das hier auch verkaufen. Das mache ich nochmal neu kurz, weil das hier gerade nicht passt. So. Na, zack. Und dann habt ihr einfach eine schöne gerade Wand. Und das quasi für die Kosten von Garnis. So. Jetzt hier heute für Cannon. Ein schnelles Cannon-Setup, actually. Na, ihr wollt mit Pinchfist einfach schnell sein. Das ist der whole point von diesem Commander. Na. Danke. Na, dauert noch ein bisschen. Das wollte ich jetzt nicht, aber das ist gar nicht schlimm, dass ich da Metall reinziehe. Denn ich kann das jederzeit wieder zum vollen Preis zurückgewinnen. So, Cannon reinplatziert. Bei Minute 2,45. Ja, ist okay. Geht, glaube ich, einen Ticken schneller noch. Einfach, wenn man es ein bisschen cleaner spielt. Zack, zack. Na, jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen Metall verkaufen. Weil diese Strebe, da war ja wirklich einfach nur unnötig platziert. Und dann laufen wir auf 6 Minen, 2 Windturbinen. Windturbinen würde ich noch adden, wenn ihr 2 Cannon spielt, gleich noch eine zweite Batterie platzieren. Aber erstmal natürlich die Kanone. Da brauchen wir aber erstmal die Energy für. Metall ist, sieht gerade sehr gut aus. Float mir sogar ein bisschen. Könnte man jetzt wieder was wegspeichern oder hätte ich gar nicht rückverwandeln müssen. Aber ja, zweite Kanone platziert und jetzt kümmern wir uns erstmal um Stabilität. Sehr wichtig. Gerade noch genug reingekriegt, wa? Dann natürlich, wie gesagt, noch eine Mine. Noch eine Batterie, meine ich. Sonst könnt ihr nicht zweimal hintereinander schießen und das ist ja meistens das, was ihr erreichen wollt. Okay, hier ist es zu schief geworden, schade. Hier die Vorlagen rein. Da rein. Da rein. Na, gib mir die Note. Gib mir. Hallo. Danke. Noch eine weitere Windturbine. Noch eine Batterie, habe ich ja gesagt. Eine Batterie. Zack, Tür eingezogen. Möglichst kleines Schild. Na los. Kostet echt viel, Mann. Meine Güte. Teuer. Inflation, ich sag's euch. So. Sind nicht die schönsten Tiny Doors geworden dieses Mal, aber funktioniert, I guess. Dann am besten noch ein bisschen Gegengewicht nach hinten bauen. So, hier gucken, dass wir noch die zweite Kanone einsatzbereit bekommen. Türen nach hinten verbinden, auch immer gut. Ja, sollte passen. Ich glaube, diese Tür sieht man actually noch nach hinten. Von daher baue ich nochmal nach hinten kurz. Und jetzt habt ihr quasi in Minute 5 fast
15, was wird's werden? Habt ihr zwei einsatzbereite Cannons? Das ist schon relativ strong. Könnt ihr jetzt hier noch mehr Verteidigung bauen, aber ich will erstmal gucken. Ja, 5, 6. Wenn ihr ja schnell genug seid, könntet ihr wahrscheinlich noch schneller beide Kanonen haben. Und damit den... Hallo, was ist das für Frechheit? Dass ihr da nicht stirbt. Den Gegner damit wahrscheinlich überraschen und killen. Na? Das ist der whole sale point of Pinchfist. Warum rede ich jetzt Englisch? Also ihr könnt quasi nichts anderes mit dem Commander machen, als schnell sein und dadurch einen Vorteil erlangen. Natürlich ist die Aktive da, die euch ein bisschen günstiger schießen lässt. Aber so strong ist es leider nicht. Also es ist keine Comeback-Möglichkeit. Wenn ihr vorne liegt, alles gut. Wenn ihr hinten liegt, schwierig. Klar könnt ihr Sachen noch zu 100% verkaufen. Aber... Na, das wollte ich nicht. Na, Gruppen nutzen, auch ganz wichtig. Windturbinen, auch wichtig. Aber ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, wenn ihr einmal zurückgeschlagen wurdet, dann nochmal von zurückzukommen. Wirklich effizient über den Commander. Natürlich durch Door-Snipes oder was auch immer. Aber nicht, weil ihr irgendwie Ressourcen klauen könnt oder sonst was. Ja, ein bisschen mehr Windturbinen adden, ne, ist immer gut. Hier ist jetzt leider ein bisschen der Windfloor zusammengeschrumpft, weil ich das Holz hier so hochgezogen habe. Daher da oben nochmal ein paar Windturbinen rauf platziert. Jetzt nochmal auf den Chor geschossen. Und komm, das sollte killen. Ja, kann nicht angehen. Das killt so halbwegs. Aber leider nicht genug. Müssen wir nochmal kurz warten. Aber das ist quasi basically Pinchfist, ne? Du kannst einfach schneller bauen und musst deswegen ein bisschen anders spielen. Tech, Verjüngung, zwei Turbinen, Mine. Das ist der Schaden. Dann kommt auch schon T2. Na. Wir kriegen den Bot immer noch nicht tot. Kann auch nicht angehen. Jetzt aber. In diesem Sinne, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mich gerne Feedback in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns in den kommenden Tagen. Ich wünsche euch was. Haut rein.